Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cosplay-Tutorial. Heute befassen wir uns mal mit dem Thema Einsatz von mehreren Fahrzeugen auf einem und demselben Kurs, beziehungsweise ich nenne es einfach mal Drescherverband Light, weil im 17er und 19er gab es ja das Thema Drescherverband. Wir konnten mehrere Drescher auf einem Feld arbeiten lassen und denen halt vorgeben, ob sie jetzt bei drei Fahrzeugen zum Beispiel links, Mitte, rechts im Kurs fahren sollten oder bei zwei Fahrzeugen einer die linke Spur, einer die rechte Spur genommen hat. Das funktioniert jetzt hier aus der heutigen Sicht bei der Cosplay-Version 7.0.0.10 noch nicht. Wir können uns aber hier eines kleinen Hilfsmittels bedienen. Und zwar ist es dieses Mini-HUD, was wir haben, und wir können halt hier mit dem Fahrzeugversatz arbeiten. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wir gehen erstmal kurz hier rein. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig wichtig ist, ob wir das machen, aber wir aktivieren einfach mal den Fahrzeugkonvoi und gehen dann hier auf unser Helfermenü. Wir sagen, er soll einen Job erstellen. Wir nehmen Cosplay Feldarbeit. Er soll am ersten Wegpunkt anfangen, und zwar da so ungefähr. Und dann öffnen wir hier mal den Kursgenerator. Und wir haben jetzt hier eingestellt eine Arbeitsbreite von 5,9 Metern. Ich glaube, 6 Meter hat das Schneidwerk. Und wir verdoppeln das Ganze mal, weil wir haben zwei Fahrzeuge. Wenn ihr drei Fahrzeuge habt, dann müsst ihr das Ganze natürlich dann halt mal 3 nehmen. Wir rechnen jetzt hier einfach mal mit 11,8 Metern. Dann haben wir noch ein bisschen Spielraum. Er soll die Fellmitte hoch runterfahren. Vorgewendeecken sollen rund sein. Vorgewende machen wir mal 2 Stück. Er soll im Uhrzeigersinn fahren, Startrichtung automatisch starten auf Vorgewende, und dann generieren wir unseren Feldkurs. So, Kursgenerator schließen, gehen in den Kursmanager, sagen, warte, Feld 39 ist das, ne? Ja. Er soll hier dreschen, 12 Meter, 2 Fahrzeuge. So. Ja, ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir unter Multitool den Fahrzeugkonvoi aktiviert. Wir müssen eins noch machen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Geht mal in eure Tastenbelegung und aktiviert mal hier das Vehicle Setting Display. Ich habe das unter Steuerung C gemacht. Und wozu das gut ist, das zeige ich euch jetzt. Ihr klappt einfach mal das gute Gerät hier auf. Stellt euch so grob irgendwie vor den Startpunkt und öffnet jetzt mal mit eurer Tastenkombination euer kleines Mini-HUD. So, Geräteversatz horizontal. Hier machen wir das folgendes. Er soll 3 Meter links fahren. Warum soll er 3 Meter links fahren? Bei 2x6 Meter Arbeitsbreite haben wir einen Kurs von 12 Metern. Und wenn wir den jetzt einfach losfahren lassen würden, würde er hier die Mitte vom Kurs nehmen und links und rechts würden entsprechend 3 Meter stehen bleiben. Da wir natürlich dann halt mit dem nachfolgenden Fahrzeug, mit dem zweiten, schlecht hergehen können und sagen, okay, er soll jetzt ein bisschen links fahren, soll ein bisschen rechts fahren, funktioniert halt nicht. Deswegen soll der eine 3 Meter links von der Mitte fahren, der andere fährt halt 3 Meter rechts von der Mitte. So, erster Wegpunkt ausgewählt, Helfer einstellen, fahr mal los. Und das sieht jetzt halt anfangs ein wenig lustig aus, weil er versucht hier den richtigen Punkt zu finden, wo er anfangen soll. Und in der Zwischenzeit, wo er da seine Donuts dreht, können wir den zweiten Drescher flott machen. Wir gehen auf unseren Kursmanager, sagen auf Feld 39, er soll diesen Kurs hier laden. So, und wir sagen
hier, er soll am ersten Wegpunkt anfangen und er soll jetzt 3 Meter rechts fahren. Gehen nochmal kurz zurück, aktivieren hier auch nochmal den Fahrzeugkonvoi. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das schon scharf geschaltet ist. Aber wir machen es besser einfach mal. So. Mini-Hard öffnen, erster Wegpunkt 3 Meter rechts und Abfahrer einstellen. Auch hier fährt er jetzt erstmal wild durch die Gegend. Aber ihr werdet sehen, letzten Endes kommen sie genau da an, wo sie hin sollen. Also auf ihrer Feldbahn. Und machen natürlich dann genau das, was sie sollen. Nämlich hier im Verband fahren, beziehungsweise versetzt das Ganze halt abernten. Und dann könnt ihr natürlich noch hergehen und sagen, ich fahre das Ganze mit Hilfe von Autodrive ein. Beziehungsweise lasse von Autodrive abbunkern. Und alle sind zufrieden. Das war es eigentlich zu dem Thema. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, kommt gerne auf mich zu, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise ein Abonnement, was euch nichts kostet, aber auch gar nichts. Und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Tutorial dann wiedersehen. Gerne auch in den Let's Plays hier auf dem Kanal. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.